Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir hier aus Peiting. Herzlich willkommen zum Spiel des EC Peiting gegen die Star Bulls Rosenheim. 6,5 Minuten absolviert, gleich die 7. Minute herum. Und Rosenheim der Möglichkeit und Chance und Tor! Tor für die Star Bulls, 7. Minute. Kommt der Querpass und dann legt er sich hin. Und Draxinger zum dritten und Tor. 28 Sekunden hat es nur gedauert. Hier nochmal Draxinger wartet an der blauen Linie und dann durch die Beine und Tor. Mal Endres, jetzt nochmal die Möglichkeit für. Und da ist das Tor. Ty Morris macht den Treffer 1:2. 16. Spielminute. Wichtiger Treffer, Ty Morris mit dem 9. Saisontor. Hier nochmal mit der Rückhand. Ja, Glück für die Peitinger auch, dass Kumeliaukas die Scheibe nicht erwischt. Trotzdem Scheibenbesitz und Tor abgefälscht. Josh Mitchell zieht hier einfach mal trocken ab und Henry Wellhausen hält den Schläger hin. Und somit steht es 1:3. Ganz trocken gemacht. In dem Fall waren sie zu weit vorne, die Peitinger. Jetzt Masanitz mit dem Schlenzer. Tor! Sieht die Lücke. Macht den Treffer. Anschlusstreffer. Hier nochmal im Replay, da ist Martin Masanitz und ganz flach. Ich glaube 17-18 ja. War es in der Saison. Richtig, da stand das Ergebnis. Tor! Tor für den EC Peiting! Beim zweiten Mal von Drehung. Aus der Drehung! Ja, einmal probiert und es ist ihm missglückt. Dann probiert Thomas Hegers hier einfach nochmal. Und jetzt kriegt das hin. Klasse gemacht. Zur Hälfte dieser Spielzeit. Da kommen sie wieder und Tor! So schnell geht's, so schnell geht's. Ja, da lässt Hechenrieder abprallen. Die Scheibe bleibt kurz vor ihm liegen. Nicht mal fliegender Wechsel bei den Rosenheimern. 30 Sekunden noch Unterzahl, dann geht's in die Kabine. Tor! Tor durch Martin Masanitz, erneut in Überzahl. Ausgleich 4:4. Hier kommt nochmal der Treffer. Fasst sich ein Herz, zieht ab. Der Pass auf Ty Morris, der ganz alleine ist, muss sich gegen 5 Rosenheimer behaupten. Dann die Möglichkeit, jetzt nochmal Tor! Tor für Peiting! Und Hattrick Martin Masanitz, Nummer 3 im heutigen Spiel. Was ein Spiel von dem neuen Verteidiger des EC Peiting. Martin Masanitz, unglaublich, schnappt sich die Scheibe, zieht nach links und macht den Treffer. Viertelpause. Sie kommen hellwach aus der Kabine. Gehen hier in Führung. Scheibenbesitz für den EC Peiting. Möglichkeit abgefälscht. Aber die Möglichkeit. Tor! Tor für Peiting! Tor! Ja, und da ist es jetzt zum ersten Mal eine 2-Tore-Führung für den EC Peiting. Das 6:4. Ja, die Rosenheimer nicht glücklich. Keine Strafzeit, sagt der Schiedsrichter. Beindl mit der Möglichkeit und Tor! Und da hat es funktioniert. 2 Minuten 48. Beindl legt durch die Beine zurück. Ja, und Daniel Bucheli ist es, der da trifft. Peiting fightet Ty Morris. Und jetzt und geht das Ganze in Richtung Tor. Tor! Ty Morris macht den 7. Treffer für Peiting.
7:5. Ja, da rutscht die Scheibe ins Tor von der Rückhand aus dem eigenen Drittel. Eigentlich ging es eher ums Klären und dann ist das natürlich ein wunderschöner Nebeneffekt. Nochmal die Möglichkeit, Schuss aufs Tor. Und jetzt geht's raus und da wird nichts mehr passieren. Aus ist es, das Spiel ist aus. Der EC Peiting gewinnt am Ende mit 7:5 in einer tollen Partie. So, die Rosenheimer komplett unglücklich. Die ersten Becher aus dem Rosenheimer Gästeblock fliegen. Nicht besonders viel mit Sportlichkeit zu tun, gerade nach so einer rasanten und brisanten Partie.